Time is running out. Night is almost upon us. Soon the castle will be swarming with vampires. Those who are the most powerful of their kind are able to take on the appearance of high-born humans. Gabriel must be on his guard now, for appearances can be deceptive. I have heard that in this place one may face one's deadliest foes without realizing it until it is too late. Ich kann mich daran erinnern, um etwas mehr Wärme gebeten zu haben. Es sieht nicht warm aus hier drin. So, Nummer 1 ist schon mal platt. Das ging sehr schnell. Aber stimmt, die Vampire, die waren ja auch nicht allzu schlimm, die niederen Vampire. Das ging ja eigentlich immer ziemlich gut, muss ich sagen. Na. Das mit dem Packen hat sehr gut funktioniert gerade. So, möchtest du ihn vielleicht packen? Ja, danke. Sehr schön. Gib mir ein bisschen von deinem Lebenssaft. Schön. Okay, bitte mehr Vampire und wenig Skelette. Das finde ich sehr gut. Was können wir denn hier Schönes machen? Vielleicht in diese Richtung verschieben? Okay. Keine Ahnung, wofür wir es brauchen, aber... Das war eine Nullnummer, mein Freund. Das war eine große Nullnummer. Aber es wird schon wichtig sein, dass wir es dahin verschoben haben. Hoffe ich mal so. Au. Nicht gut. Okay. Wer möchte zuerst mit mir spielen? Du hier, du siehst doch so aus. Achso, den hat's schon erwischt. Alter, jetzt geh doch mal bitte zu dem Vampir hier hin. Ist doch nicht zu fassen mit dir. Meine Güte. So, geht doch. So. Zack. Damit wäre es das dann auch für euch gewesen. Und wir schauen uns mal die drüben die Ecke an. Könnte vielleicht nicht schaden. Denn ich vermute bald mal, hier werden immer mehr Vampire kommen und immer neue. Und wir werden hier keine große Ruhe haben, wenn wir nicht einfach mal den Weg weitergehen. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Das gibt's doch nicht. Oh, schlechte Ecke. Naja, geht schon. Zeit zum Erdolchen muss sein. Und wenn sie nicht da ist, dann nehmen wir sie uns einfach. Nicht wahr? Spannende Waffen haben die auch, muss ich sagen. Okay. Läuft doch. Ein neuer Versuch und diesmal... Stört mich bitte wieder nicht wieder dabei. Ich möchte gerne mal einfach dieses Tor aufkriegen. Wie wär's damit? Noch einmal? So, jetzt aber, oder? Nochmal! Na endlich! Das hat ja auch gedauert. Oh, shit! Ist doch nicht euer Ernst. Na klasse. Vampire und diese Typen zusammen, na das ist so eine gute Kombination. Kann nur großartig werden. Gib mir Leben. Oh shit.
Weg mit dir. Komm hier, Matsch auf den Boden. Küss den Stein. Zack. Sehr schön. Ich sollte vielleicht erstmal die kleinen Vampirfreunde hier beseitigen. Ja, springen muss ich natürlich auch. Auch wenn ich 3 Meter wegstehe, aber die Welle pflanzt sich ja wahnsinnig weit fort dabei. Und hoch. Und einmal schlagen. Oh, mein Leben. Ich sehe es gerade. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Regenerationsarbeit betreiben. So, du möchtest so sterben und du doch auch gleich, nicht wahr? Selbstverständlich. Oh, hi. Oh, da war gar niemand. So ein Ärger. Okay, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, aber. Ich hab erstaunlich... Oh komm, da kommen immer wieder neue. Ist ja Wahnsinn. Gut, zumindest haben wir ihnen schon mal den Schild abgenommen. So, oh, das ging aber schnell jetzt. Na, aber jetzt lass mich doch mal hier zu unserem Freund durch. Genau in dem Moment, in dem ich da bin, hört bei ihm das Blinken wieder auf. Mit Timing habe ich es halt wirklich nicht so, habe ich das Gefühl. Okay. Nochmal jemanden ein bisschen auf den Boden hauen. Jetzt aber. Komm, rein in die Brust. Und raus das Feuer. Gut. Hört ihr denn dann jetzt auch auf, mir vorbeizuschauen? Oder bleibt ihr weiter so kackbratzig und geht mir immer mehr auf die Nerven? Das wäre interessant zu erfahren. Ups. Komm, ich hau nochmal ein bisschen auf die drauf. Oh, ich sehe gerade, drüben ist diese leuchtende Stelle. Vielleicht sollte ich die mal irgendwie mir anschauen. Ah. Und ab. Wunderbar, das hat noch gereicht. Da haben sie freundlicherweise lang genug gewartet. Gut. Okay. Auf zur nächsten Runde. Dekorieren wir doch mal ein bisschen um. Was haltet ihr davon? Komm, mal Beeilung, bevor der hier noch kommt. Eins müssen wir noch. Ich sehe schon, was dein Ansinnen ist, Gabriel. Du möchtest ein bisschen hier Helligkeit reinbringen, nicht wahr? Es ist aber auch sehr dunkel hier. Also wenn man hier lesen möchte, ne, dann jedes Mal die Lampe anmachen ist doch auch ein bisschen umständlich. So sollte man schon mal einen Einzug in die Wand hier machen. Einfach nur, um die ganze Sache ein bisschen lichter zu gestalten. Na, aber was soll denn das? Komm, verzieh dich. Es wird nur ungemütlich für dich. Und ungesund vor allem auch. So, dann gehen wir halt noch mal ein bisschen hier rüber, damit ich schon mal in der Nähe davon bin. Komm, gleich hier rüber zu ihm. Da haben wir zumindest schon mal einen aus dem Weg geräumt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, haben wir ihn schon erwischt? Ja, sieht ganz danach aus. So, jetzt aber schnell. Ah, da ist immer noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Oh, sind die nervig. Sind die nervig. Wie viele von denen kommen denn hier? Ist ja nicht zu fassen. Eieieiei. Sind die anstrengend hier. Das
War gemein. Sehr, sehr gemein. Meine Güte, haben die eine Spawn-Geschwindigkeit. Das ist ja unglaublich. Auf zum nächsten Versuch. Meine Güte, nochmal das Ganze? Nein. Ist ja nicht euer Ernst. Das Ganze nochmal. Ihr habt sie doch nicht alle. Lasst mich mal hier durch. Dafür, dass bloß noch ein Brett gefehlt hat. Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Okay, ich glaube, ich sollte vielleicht mal auf Weihwasser setzen. Was haltet ihr davon, Leute? Auf die Idee hätte ich vielleicht schon mal eher kommen können. Gebe ich zu. Aber irgendwie denke ich da nie dran, auch mal diese Hilfsmittelchen zu benutzen. Ich glaube, man kriegt es wirklich nicht hin ohne. Kann das sein? So, jetzt räume ich aber erstmal hier ein bisschen um. Was haltet ihr davon? Habe ich gar nicht dran gedacht, das vorhin schon mal zu machen. Dann haben wir vielleicht zumindest mal von der Seite schon mal Ruhe hier. Okay. Ja, wie schön. Seht euch das mal an, wie das Loch am Dampfen ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, zumindest hier werden wir jetzt erstmal Ruhe haben. Vorhin übersehen und damit war es auch gleich viel, viel schwerer, ne? Ich glaube nämlich bald, dass das die kombinierten Arschlöcher aus beiden Löchern waren, die uns da angegriffen haben. Und dass es eigentlich bloß maximal 3 pro Loch sind. Komm. Gleich so tot geprügelt. Wunderbar. Und jetzt scheint hier auch wirklich Ruhe zu sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na dann, ganz in Ruhe, weiter zur nächsten Runde. Warum habe ich es mir nicht gleich so einfach gemacht? Das erklärt auch, warum ich hier vorhin nicht fertig geworden bin mit dem Mechanismus, weil es gar nicht so gedacht ist, dass man zwischen den Spawn-Zeiten mal kurz hier hingeht und aufmacht, sondern man soll eben eigentlich, naja, hier aufmachen. So, fangen wir doch gleich mal jetzt an, würde ich sagen. Dann haben wir dann weniger zu tun, wenn die Vampire vorbeikommen, was jetzt schon der Fall ist. Das ist sehr schade. Oh, unschön. Geht mir mal aus dem Weg hier, bitte. Okay. Oh, das war sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp. Aber wenn ihr gerade da drüben alle beschäftigt seid, dann gehe ich mal ganz kurz hier. Okay, war eine scheiß Idee. Ich gebe es zu. So langsam müsste es doch mal zumindest einen von euch erwischen, oder? Ja, nerv mich doch bitte mal nicht hier. Ihr seid sowas von unfreundlich. Es ist unglaublich. Selten solche Kackbratzen erlebt. Auf zur Runde 3. Ich werde euch mal kurz rausnehmen. Und wenn wir dann an der Stelle wieder sind, wo wir gerade eben gestorben sind, seht ihr es dann auch wieder. Bis gleich. Okay, es war einfacher als gedacht. Es geht doch gleich hier weiter. Wunderbar, von mir aus. Es gibt also doch einen Checkpoint. Man muss bloß für Licht sorgen, dann kommt er auch. Gut zu wissen. Das macht die Sache natürlich ein bisschen angenehmer. Dann können wir uns doch gleich nochmal ins tödliche Getümmel hier stürzen und diesmal hoffentlich mit ein bisschen mehr Erfolg dabei. Meine Güte, stelle ich mich gerade kacke an. Das ist Wahnsinn. Ich bin so, so schlecht gerade. Naja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay, aber zumindest das zweite können wir doch noch einreißen hier, oder? Komm, das dritte noch? Ja, sehr gut. Hat gerade noch so gereicht. Dann brauchen wir schon bloß noch eins und haben die Vampire nicht länger am Hals. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich kümmere mich mal so um unsere Freunde hier. Oh, schade. Das ist sehr ärgerlich.
Aber zumindest brauchen sie auch nicht mehr viel, nachdem sie das Weihwasser mal abgekriegt haben, um dann ein bisschen zu leiden. Ah, ich glaube, das... Oh, wir sind schon soweit. Wunderbar. Das ist doch äußerst schön. Gut, jetzt wird die Nummer ein leichtes... Wie einfach das ist, wenn man sich mal ein bisschen die Spielmechanismen vernünftig zunutze macht. Es ist verrückt. So, sammeln wir. Au, unschön. Direkt ins Gesicht. Oh, das ging daneben. Möchtest du deinen Schild loswerden? Dafür gibt es bestimmt einiges an Altmetallgeld. So. Au. Okay, Feierabend. Jetzt habe ich dann doch langsam die Schnauze voll. Endlich ist Ruhe. Oh, wie schön. Wir haben es erstmal überstanden. Das war ungemütlicher, als ich mir erhofft hatte, muss ich zugeben. Ich weiß, wir müssen da drüben lang, aber ich glaube, ich schaue mir erstmal ganz kurz hier den Rest der Höhle noch an. Ah, Höhle, diese Halle eben. Und sorge für noch etwas... Oh, hallo. Für noch etwas mehr Licht. Kann ich das denn vielleicht irgendwie spiegeltechnisch nutzen? Das sieht mir ganz danach aus irgendwie. Wahrscheinlich noch nicht jetzt, ne? Aber das hat doch bestimmt einen Sinn, dass hier hinten das Licht so ungefiltert reinkommt. Ohne irgendwelche Holzstückchen davor. Wobei hier ist das ja genauso der Fall. Na, wir schauen mal. Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier drüben in diese Kapelle rein. Und ich vermute bald mal, dass es da gleich nochmal ziemlich ungemütlich werden könnte. Es würde mir so auf den Keks gehen, wenn ich hier wohnen würde, jedes Mal ewig lang diesen Mechanismus bedienen zu müssen. Schrecklich. Na gut. Eine Schriftrolle wahrscheinlich zu diesem Rätsel hier. Natürlich, eine weitere Gruppe von Magierunen. Und die Inschrift auf dieser Mauer soll Hinweise darauf enthalten, wie man sie aktivieren kann. Es gibt insgesamt 5 Runen, 2 von ihnen sind blau. Die 2 Runen, die westlich platziert sind, haben dieselbe Farbe. Die 2 Runen, die nördlich platziert sind, sind beide rot. Warte mal. Es gibt 5, 2 sind blau. Die 2, die westlich platziert sind, haben dieselbe Farbe. Und die 2, die nördlich platziert sind, sind beide rot. Achso, die können ja nordwestlich platziert sein. Ja gut, okay. Nein, ich will mir die Lösung nicht ansehen. Ich kann es mir bestimmt eh nicht merken. Okay, lass mal kurz schauen. Das ist Norden. Die sind beide rot, ne? Ja, das scheint zu funktionieren. Wunderbar. So, die westlich platziert sind, haben dieselbe Farbe. Das heißt, im Südwesten sollte es dann wohl auch rot sein. Ich weiß bloß nicht, wo hier noch eins ist. Okay. Müssen wir vielleicht irgendwie hier hoch? Kann das sein? Bestimmt, bestimmt. Ich mache erst mal ein bisschen alles kaputt, was mir in den Weg kommt. Tut mir leid, wenn irgendjemand hier noch beim Antiquitätenhändler was rausholen wollte dafür. Aber nimm doch mal den Kerzenständer weg hier aus der Mitte des Raums. Man könnte meinen, Gabriel ist ein bisschen cholerisch, dass er auf alles einfach nur eindrischt die ganze Zeit, weil er schlecht gelaunt ist. Ich meine, er zerstört Schränke im Übermaß hier. Gut, aber oben scheint auch nichts zu sein, so wie es aussieht. So, wir hatten gesagt, das ist Norden, ne? Was ist das hier eigentlich? Da muss ich dann... wahrscheinlicherweise das Licht drauf lenken. Okay. Gut. Weg mit dem Scheiß. Gut. Schauen wir doch mal weiter. Achso, ich wollte hier noch das... Habe ich schon rübergebracht. Gut. Ich wollte noch nach weiteren
Runen suchen, glaube ich. Das scheint jetzt schon in Ordnung zu sein, so wie es hier steht. Können wir hier denn schon irgendwo Licht herholen? Nein, aber das wird dann sicherlich dort rauskommen, wa? Stellen wir das mal so hin. Oh, hier liegt noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Siehste mal. Noch eine Schriftrolle. Wo ist dieser Bruder, der unser Retter sein soll? Wo ist dieser Krieger des Lichts? Das sind doch nur wieder Lügen, welche die Kirche sich ausgedacht hat, um uns gefügig zu halten. Wie kann es sein, dass Gott existiert, wenn er es zulässt, dass so viele von unseren Brüdern ermordet oder getötet werden? Gott ist tot! So, wo haben wir jetzt die restlichen Runen? Zeigt sie mir! Ich schau noch mal ganz kurz hier drinnen nach. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die hier drinnen mit alle sein müssen, aber... Sieht ja nicht danach aus, ne? Ne, ich glaube, dann würde die Perspektive auch anders sein. Da oben leuchtet einer. Wie komme ich denn zu dem Herrn? Ah, so. Über die nicht leuchtende Kante, alles klar. Und ein weiterer Lebensstein. Da bin ich doch immer dabei. Gut. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, sich hier umzuschauen, auch wenn das nicht ganz das war, was ich wollte. Wir müssen immer noch 3 von diesen Runensteinen finden. Schauen wir uns nochmal hier drüben ein bisschen um. Na komm, gehen wir jetzt hier durch. Einer müsste irgendwo hier sein, denn eine muss er noch westlich sein, auf jeden Fall. Question is where? Komme ich hier durch? Nein. Dann lass es doch mal hier in der Ecke probieren. Aber auch hier sieht es nicht wirklich danach aus. Vielleicht doch nochmal hier drüben? Nee, ne? Hier ist bloß... Warum steht er eigentlich schon wieder hier so? Schön hier rüber in die Ecke mit dir. Den stellen wir schon mal so. Ich vermute mal, dass wir ihn dann so brauchen. Könntest du bitte... Hier, ich drücke schon lange nicht mehr die Taste, ne? Dankeschön. Oh, hier kann ich auch noch aufmachen. Ah, hier kommt das Licht her. So rum also. Alles klar. Okay. Und ich sehe, wo die restlichen Runen sind. Ich habe sie entdeckt. Wunderschön. Gut, dass wir hier auch noch was aufmachen können. Das habe ich natürlich wirklich nicht mitgekriegt. Hätte ich das vorher gewusst, wäre der Kampf wahrscheinlich noch ein Stück einfacher gewesen, weil ich dann dort schon hätte das Licht hinzaubern können, was die Vampire natürlich schon mal vorgeschädigt hätte. Gut, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, wie hier der Kommentar dazu war. Hier drüben. Diese, oder? Nein? Dann die andere. Es gibt insgesamt 5, 2 von ihnen sind blau. Die 2 Runen, die westlich sind, haben dieselbe Farbe. Nördlich sind beide rot. Okay. Ich mach die hier nochmal. Kann ich die ausmachen? Nee, ne? Kann ich die umfärben? Nee, ne? Okay. Ist das da hinten vielleicht Norden gewesen? Dann wäre das hier westlich. Dann muss die ebenfalls rot sein. Okay, doch nicht. Dann machen wir es doch einfach mal so rum. Und machen die anderen beiden blau. Verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz, aber na gut. Denn wenn das da unten Norden ist, was es ja sein muss, wenn die beiden rot sind. Warum sind die wieder aus? Mach die doch mal bitte wieder an. Dann ist das doch... Osten oder irre ich mich da jetzt? Das andere, was ich jetzt noch rot gemacht habe. Das macht irgendwie keinen Sinn so richtig. Gut, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Letztendlich mal wieder ein ziemlich simples Rätsel. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwie die Richtungen vertauscht wurden. Und das Tor öffnet sich. In atemberaubender Langsamkeit zugegebenermaßen. Aber es öffnet sich.